Brauchst du FIFA Points für Pack Openings, Road to Glory oder Foot Draft? Dann besuche doch meinen Partner. Dort gibt es günstiges PSN-Guthaben und Xbox Live-Guthaben. Link ist in der Beschreibung. Hallo meine Freunde, mein Name ist Gamera und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack Opening. Ja, beim letzten oder bei den letzten Pack Openings, ja, was soll ich sagen? Da musste man schon viel Alkohol trinken, um sich diese Packs schön zu saufen. Ich hoffe, das wird in diesem Pack-Opening besser. Und wir haben auf jeden Fall ein richtig, richtig mega geiles Team of the Week am Start. Mit Lewandowski, den ich mal kurz zeigen will. Lewandowski Hero, richtig geile Karte. Die lohnt sich auf jeden Fall zu ziehen, wenn man sie mal zieht. Ein gewisser Sturridge ist auch am Start. Raphael aus der Bundesliga, Lamela, Sanchez, Nolito, Mustafi, Manolas, also ein ziemlich, ziemlich heißes drittes Team of the Week hier bei FIFA 16. Und ich habe mal wieder, wie immer, 2200 FIFA Points aufgeladen und wir werden die jetzt auf jeden Fall verziehen. Und ich bin extrem gespannt, was dabei rauskommt, ob wir diesmal wenigstens etwas einigermaßen Vernünftiges ziehen. Ich ziehe jetzt das erste Pack mal. Und Griezmann ist drauf. Ich bin mal gespannt. Ist da. Deulofeu. Ja, könnte vielleicht sogar was wert sein. Ja. Schmale 5000 Coins, die wir hier auf jeden Fall am Stissel haben. Nice one. Pack den mal kurz auf eure Transferliste, damit wir schon mal ein bisschen was davon haben. Den anderen Dreck. Verhaag war letzte Woche im Team of the Week. Leider ziehen wir ihn jetzt. Das ist natürlich bitter. Mal gucken, was Lacazette uns bringt. Das erste Pack war schon mal ordentlich. Muss man sagen, wir haben auf jeden Fall die Kohle rausgeholt, würde ich sagen. Ja, dafür ist das zweite Pack recht bescheiden. Wobei, Campbell ist am Start. Ja, nee. Geht anscheinend nicht mal so gut weg. Ja, packen wir den für 2000 drauf und sehen mal, was passiert. So. Den Rest gucken wir uns mal kurz an. Auch nichts Wildes. Egal, nächstes Pack. Da muss auf jeden Fall was richtig Ordentliches drin sein, sonst lohnt sich die ganze Scheiße eigentlich nicht. Messi ist drauf und Messi ist vielleicht drin. Das ist nicht komplett. Das ist nicht Messi. Das ist. Nee. Nicht mal ansatzweise Messi. Schade, aber Casco. Casco könnte ein bisschen Tick wert sein. Nee, ist er nicht. Müssen wir für 700 draufpacken. Alles klar. So. Den Rest hier weg. Weiter geht's. Diesmal wieder Lacazette. Lacazette hat uns bisher nicht so wirklich viel Glück gebracht. Bisher hat uns nur Griezmann irgendwas gebracht. Diesmal leider auch nicht. Ich weiß nicht, wie er ausge... Ich habe ein Goldset geöffnet. Und die einzigen Spieler, die ich bekomme, sind Silber, oder was? Oh ja, ernst, EA? Gut, man muss sagen, er ist auch noch dabei, aber... Oh ja, ernst, EA? What the fuck? Jetzt muss es aber Griezmann richten. Wenn so ein Scheißpack kommt, kommt jetzt auf jeden Fall Messi. Und? Der falsche Higuain. Schade. Und als Soma auch nichts Dolles drin. Weg damit. Wieder eher schwierig. Das erste Mal, dass wir Aguero jetzt hier in einem Pack-Opening sehen. Aguero will uns jetzt wirklich beweisen, was richtig abgeht. Altentop geht richtig ab. Sehr nice. Unfassbar. Adnan. Der sieht gar nicht mal so scheiße aus, so für einen Silber. Ja, ist aber auch nichts wert. Sehr nice. Ja, dolle Sache. Wieder nichts Dolles, wieder nichts Wildes. Ich habe echt keinen Packluck, ne? Das ist echt bitter. Auch hier wieder nicht Gago. Mann! Ich wollte schon sagen, Peter Schmeichel, aber der heißt Jasper, glaube ich, irgendwie sowas, ne? Kaspar. Alles klar. Auch wieder nichts. Es ist teilweise echt belastend. Das ist echt schlimm, dass ich einfach überhaupt nichts ziehe. Das ist echt übel. Mein bester Spieler, ich weiß nicht, was mein bester Spieler war. Der war, glaube ich, 14.000 Coins wert oder so. Und das am Anfang, wo alle Preise relativ hoch sind. Es ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar. Komm, verzieh dich.
1000 FIFA-Points haben wir noch zur Verfügung, die ziehen wir natürlich weg. Aber mal gucken, ich hoffe, dass es jetzt was Gutes wird. Meier? Ernsthaft? Oh mein Gott. Hunter! Yes. Okay, eine Hunter-Karte behalten wir erstmal. Vielleicht kann man die später, wenn die Leute nicht so viele Packs ziehen, kann man die später vielleicht für mehr Coins verkaufen. Aktuell sind die, glaube ich, bei 3000 Coins oder so. Die könnten auf jeden Fall bei 5 bis 6 landen. Von daher warten wir mit dem Verkauf der Hunter-Karten. Auch hier wieder nichts drin. Es ist belastend. 700 FIFA-Points haben wir noch zur Verfügung. Jetzt muss aber wirklich so langsam muss mal was Gutes kommen. Sonst hat sich der ganze Scheiß überhaupt nicht mehr gelohnt. Und Lampard. Ja, ich bezweifle, dass der gut ist. Der falsche Raphael ist auch noch im Pack drin. Ja, 1000 Coins. Super. Belastend. Belastend. 550 FIFA-Points sind noch am Stissel. Paar Packs haben wir auf jeden Fall noch. Alaba jetzt. Nein, nicht so ernst. Nicht so ernst. Ich hätte Modric gedacht. So eine Scheiße, der treue Modric. Nein, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich, ey. Scheiße. Naja, okay. Arschloch, EA. Unglaublich. So, und Lopez. Lopez könnte was wert sein, so ein bisschen zumindest. Nein. Ach, ist das belastend, Alter. Das ist echt furchtbar. Wie gesagt, so viel Alkohol kann man gar nicht trinken. Um sich diese Packs schön zu saufen. Das letzte 7,5K-Pack ist jetzt am Start. Messi ist drauf und fickt euch. Fickt euch einfach. Oh. Immerhin. Draft-Token. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Pack ein Draft-Token sehe. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen Draft-Token gesehen. Und jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Aber ansonsten war es das, war nur Scheiße bisher. War echt nur Scheiße. Aber über das Draft-Token freue ich mich wirklich. Also im Grunde hat es ja einen Wert von 15.000 Coins, ne? Also man könnte damit vielleicht dann auch ein 100K-Pack oder sonst was ziehen, wenn man dann gewinnt. Also so schlecht ist es jetzt nicht. Aber so im Gesamten war das bisher nicht so wirklich fresh. Also mal gucken, was im 5K-Pack ist. Griezmann hat jetzt nochmal die Chance zu zeigen, wer der wahre Meister ist. Mit Didavi. Bam. Didavi. Nice. Eher nicht. Joa. Ja, das war's dann auch schon wieder. Herzlichen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Denkt an den Daumen hoch, denkt an das Abo und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, ciao.